Hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Freitag hier bei Ihrem BLK-TV. Kurz vor dem Weihnachtsfest und dem Jahreswechsel waren wir beim Naumburger Oberbürgermeister Armin Müller. Er verriet uns im Interview seinen Blick auf das abgelaufene und das kommende Jahr. Alle Jahre wieder sprechen wir mit den Oberbürgermeistern der drei Städte im Burgenlandkreis über das abgelaufene Jahr und was das neue Jahr bringen wird. In diesem Jahr hat uns Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller zum Interview in seinem Amtszimmer empfangen. Starten wir unser Gespräch mit einer persönlichen Einschätzung, Herr Oberbürgermeister. Was war für Sie das prägendste Ereignis im Jahr 2023? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Wie wir alle wissen, hatten wir dieses Jahr ein schwieriges, herausforderndes Jahr. Und letztendlich hatte Ende März die Schließung unseres Sport- und Freizeitbades Bullabane angestanden. Es ist uns gelungen, diese Schließung abzuwenden, indem wir aus dem Haushalt dieses Jahr 900.000 Euro in einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung beschlossen hatten. Und mein prägendstes Erlebnis war tatsächlich der Tag nach der Gemeinderatssitzung, als ich mit unserem Geschäftsführer bei den 50 Kolleginnen und Kollegen des Bullabanas zur außerordentlichen Betriebsversammlung war und den Menschen verkünden konnte, dass ihr Arbeitsplatz insofern gerettet ist für ein Jahr, dass das Bad weiter betrieben wird. Und es ist uns dann im weiteren Verlauf des Jahres ja gelungen, nun sogar weitere 4,5 Millionen für das Bad freizuschießen über unseren Haushalt. Und wir haben also jetzt weitere 3 Jahre den Fortbetrieb gesichert. Und auch das war eine sehr schöne Mitteilung dann an die Mitarbeiter. Gibt es denn auch nach den skizzierten 3 Jahren eine Zukunftsperspektive für das Bullabaner Bad? Also wir haben in der Tat eine Perspektive, über die ich sehr dankbar und froh bin. Wir haben dieses Jahr unser Städtebaufördergebiet erweitert im Süden der Stadt um dieses Schwimmbad und wollen also 2027 nach Möglichkeit mit Städtebaufördermitteln, wir haben 12 Millionen jetzt im November beantragt, dieses Bad sanieren. Das ist der eine Schritt. Das andere ist, dass wir im Frühjahr eine Machbarkeitsstudie beauftragt haben, um erst einmal zu wissen, ist dieses Bad überhaupt sanierungsfähig und in welcher Form, mit welchen Teilen ist das Bad letztendlich dann auch für die Zukunft gewappnet. Ich erwarte jetzt nächstes Jahr im Frühjahr die abschließenden Aussagen aus dieser Machbarkeitsstudie, aber es sieht insofern gut aus, dass dieses Bad auf jeden Fall eine Zukunft haben wird und Kernbestandteil wird dieses Sportbecken und die Sauna in unserem Schwimmbad sein. Nach mehrheitlich positiven Informationen muss ich Sie natürlich auch nach einem negativen Ereignis im abgelaufenen Jahr fragen. Was fällt Ihnen hierzu spontan ein? Also großer Schatten für uns alle, denke ich, in diesem Jahr ist die geopolitische Situation mit den Kriegen nach wie vor in der Ukraine und natürlich jetzt auch im Nahen Osten. Ich bin immer noch wirklich stark enttäuscht, dass es uns Menschen nicht gelingt, aus der Geschichte, aus der Vergangenheit zu lernen. Und letztendlich schlagen diese Krisen, wie wir alle wissen, ja bis auf die Gemeinden durch. Ein Beispiel sind natürlich die Energiepreise, die Energiekrise, die uns dadurch alle getroffen haben. Wir haben auch nach wie vor wieder eine starke Flüchtlingskrise. Viele Menschen kommen zu uns, die auch Unterstützung und Hilfe brauchen, auch bei uns in den Kommunen. Also von daher ist es weniger eine Enttäuschung, aber so die geopolitische Situation, die großen Herausforderungen, vor der wir Kommunen stehen und enttäuschend ist die finanzielle Ausstattung der Städte und Kommunen. Also letztendlich werden wir auch im kommenden Jahr wieder mit einem Defizit, mit einem negativen Haushalt leben müssen. Und eine bessere finanzielle Ausstattung würde uns Kommunen helfen. Lassen Sie uns auch einmal auf die heimische Wirtschaft in Naumburg schauen. Wie ist die Stimmung in den Gewerbebetrieben? Also wir haben ganz gute Gewerbesteuereinnahmen nach wie vor in der Stadt. Ich glaube, die Energiepreise machen natürlich allen Unternehmen hier zu schaffen. Es ist aber das große Problem auch des Fachkräftemangels da, der sich immer mehr
bei den Betrieben, aber auch bei uns in der Verwaltung letztendlich bemerkbar macht. 2028 wird in Naumburg der 1000-jährige Geburtstag gefeiert. Was erwartet die Bevölkerung in der Vorbereitung zum großen Event im kommenden Jahr? Wir haben ja dieses Jahr mit unserem 1000-Jahre-Countdown, 1000-5 begonnen, hatten mehrere Veranstaltungen ja im Oktober, eine große Licht- und Lasershow, die wir hier auf dem Marktplatz hatten, auf das Rathaus projiziert hatten. Von daher werden wir auch nächstes Jahr im Oktober wieder eine Veranstaltung planen. Die haben wir fest im Visier. Wir wollen Vorfreude letztendlich schaffen bei unseren Bürgerinnen und Bürgern. Und ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt, ist ja 1000 Jahre Naumburg, 1000 Bäume. Ich hatte ja dieses Jahr schon aufgerufen zu spenden für Stadtbäume, aber auch für Stadtgrün überhaupt. Und da sind wir auch auf einem guten Weg. Wir sind auch in enger Abstimmung mit den Domstiftern, weil 1000 Jahre Naumburg heißt auch mehr oder weniger 1000 Jahre Naumburger Dom. 1028 ist ja der Bischofssitz von Zeitz nach Naumburg verlegt worden. Das gilt letztendlich als Gründungsdatum für unsere Stadt. Von daher planen wir also auch mit den Domstiftern gemeinsame Veranstaltungen. Es wird mit Sicherheit größere Ausstellungen auch zu diesen 1000 Jahren Naumburg geben. Wir wollen gemeinsam mit den Domstiftern eine Chronik auch auf den Weg bringen, 1000 Jahre Naumburg. Nicht nur die Anreise von vielen Gästen zum Weltkulturerbe und natürlich dann auch zum großen Geburtstag bringen größere Probleme in der Verkehrsinfrastruktur. Die Ortsumgehung Bad Kösen entsteht gerade. Ein Lückenschluss um Naumburg herum ist noch nicht terminiert. Wie sind hier Ihre Gedanken dazu? Sie haben es erwähnt, die Bad Kösener Ortsumgehung ist in vollem Gange im Bau, wird dann auch, denke ich, in 2 Jahren fertiggestellt sein. Ich habe Sorge, dass der Naumburger Teil nicht zeitnah dann weitergebaut wird, weil letztendlich hier noch planerische Leistungen notwendig sind. Also für mich ist es unverzichtbar, dann diese Ortsumgehung im Naumburger Bereich weiterzubauen bis zur B180, bis in Höhe Gewerbegebiet Schönburg auf Wetauer Gemarkung. Also das ist unerlässlich, weil ansonsten wir ganz neue Verkehrsströme, Stadteingänge bekommen werden. Wenn die Ortsumgehung Bad Kösen an der B88, also im Süden in Richtung Jena endet, werden die ganzen Verkehrsströme über unseren Salzdorf-Knoten, über die an sich schon verkehrsträchtigste Kreuzung fahren müssen. Das wird letztendlich vor allem auch die Naumburger Altstadt mit belasten oder den Altstadtring belasten. Das kann nicht das Ziel sein. Also von daher werde ich mich da in nächster Zeit auf jeden Fall ganz stark für eine Fortführung der Ortsumgehung Naumburg-Bad Kösen einsetzen. Was Wetau anbetrifft, wir befinden uns ja auf der Gemarkung unserer Nachbargemeinde Wetautal, habe ich die Diskussion verfolgt. Es gibt ja 3 unterschiedliche Varianten, die hoch und her diskutiert werden. Letztendlich ist das eine Entscheidung, die die Bürgerinnen und Bürger in unserer Nachbargemeinde treffen müssen. Da möchte ich mich jetzt gar nicht großartig dazu äußern und einmischen. Nur der Hinweis, die Ortslage Wetau, das Dorf Wetau, ist aber mit Sicherheit von Durchgangsverkehr am meisten betroffen. Also gerade Wetau würde von einer Umgehung sehr stark profitieren und für eine große Entlastung in der Ortslage sorgen. Nicht nur der Dom als Weltkulturerbe ist weit über die Grenzen Ihrer Stadt bekannt. Auch die Straßenbahn wird oft angesprochen. Wird es denn noch einen Ringschluss bei der Ille geben? Also die Naumburger Straßenbahn ist ein Alleinstellungsmerkmal für die Stadt. Wir kennen alle die historischen Wagen, die hier verkehren und die eine Vielzahl von Gästen anzieht. Letztendlich aber auch viele Bürgerinnen und Bürger, die von der Altstadt zum Bahnhof runterfahren. Und wenn ich daran denke, dass wir in den nächsten Jahren einen S-Bahn-Anschluss in Richtung Leipzig bekommen, glaube ich, werden wir noch viel, viel mehr Fahrgäste haben in unserer Straßenbahn. Wir hatten ja im vergangenen Jahr schon 3 Varianten für einen Ringschluss diskutiert. Das ist ein bisschen ausgegangen wie das Hornberger Schießen. Letztendlich konnte sich der Rat auf keine Variante einigen. Das heißt, wir haben momentan, was den Lückenschluss anbetrifft, Stillstand und keine Beschlusslage.
Ich glaube, das Wichtigste für die nächsten Jahre wäre, dass wir das vorhandene Netz optimieren, vielleicht die ein oder andere Weiche noch einbauen, dass wir den Takt verdichten könnten. Und wir haben auch in unsere mittelfristige Haushaltsplanung ab dem Jahr 26 zumindest geringere Summen für Investitionen in die Straßenbahninfrastruktur geplant. Aber dieser Lückenschluss ist momentan vom Tisch, das muss man so eindeutig sagen. Abschließend möchten wir noch etwas ins Privatleben des Oberbürgermeisters schauen. Wie verbringt der erste Mann in der Stadt Naumburg denn das Weihnachtsfest? Der Oberbürgermeister verbringt das Fest ganz in Familie. Ich habe eine 85-jährige Mutter, die in Süddeutschland in Esslingen am Neckar wohnt. Die werde ich mit meiner Familie natürlich an Weihnachten wieder besuchen. Also gerade meine Mutter kommt in den letzten Jahren immer wieder ein bisschen zu kurz. Da habe ich auch als Mensch ein schlechtes Gewissen. Und von daher freue ich mich, nicht nur meine Mutter, sondern auch die Familie von meinem Bruder zu sehen. Und letztendlich lassen wir so dann auch gemeinsam das Jahr ausklingen. Und das sind immer schöne Tage, besinnliche Tage, auf die ich mich wirklich freue. Und also klassisch, wie viele von uns, glaube ich, kümmern wir uns da um unsere Liebsten. Wie es bereits gute Tradition bei BLK-TV ist, haben wir jetzt hier noch die Botschaft zum Weihnachtsfest und dem Jahreswechsel von Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller. Ja, liebe Naumburgerinnen und Naumburger, ich glaube, wir leben in einer tollen Stadt, die hohe Lebensqualität besitzt, die kulturell sehr interessant ist, die landschaftlich toll gelegen ist und die vor allem eine tolle Stadtgesellschaft hat. Und das ist so ein Credo von mir. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir genauso viele engagierte Bürgerinnen und Bürger wie im vergangenen Jahr haben, weil letztendlich ist eine Stadt so gut wie die Bürgerschaft, wie die Stadtgesellschaft, wie das Ehrenamt. Und da wünsche ich mir, dass wir weiterhin so eng und fest zusammenarbeiten, viele, viele Veranstaltungen gemeinsam planen und bei allen Schwierigkeiten, die wir auch haben, irgendwo positiv in unsere Zukunft schauen. Wir haben, Sie haben es gesagt, in nicht mal 5 Jahren dann unser Jubiläum, 1000 Jahre vor uns. Ich glaube, es ist einmalig, sowas dann auch gemeinsam zu erleben, vorzubereiten. Und von daher wünsche ich uns einfach ein enges Zusammenarbeiten und Zusammenrücken in unserer Stadt. Brühl Cinema, Ihr Kino im Herzen von Zeitz. Mit neuen Angeboten und aktuellen Blockbustern. Großes Kino zum kleinen Preis. Ihr Brühl Cinema. Moin Großer, alles Gute zum 18. Sei nicht traurig. Freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Fitness gibt ein gutes Gefühl. Aber es fehlt die richtige Motivation? Wir haben sie. Sie erhalten einen Zuschuss von 100 Euro für Ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Damit fällt es leicht, regelmäßig etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Abrechnen können Sie diese Mehrleistung ganz einfach über Ihr gesundes Konto. Dort finden Sie auch viele weitere Zuschüsse der AOK Sachsen-Anhalt. Die allgegenwärtige Krankheitswelle trifft nun auch den Adventsmarkt am Märchenbrunnen. Die dritte Ausgabe der Veranstaltung findet aufgrund einer Häufung von krankheitsbedingten Absagen in diesem Jahr leider nicht statt. Adventsmarkt abgesagt. Der dritte Adventsmarkt am Weißenfelser Märchenbrunnen sollte eigentlich am morgigen Samstag stattfinden. Zahlreiche Akteure aus der Neustadt hatten für die Bürger ein breites Angebot für das vorweihnachtliche Treiben vorbereitet.
Am Dienstagnachmittag dieser Woche dann die kurzfristige und überraschende Absage des Marktes durch die Stadt Weißenfels. Die Verwaltung nannte die Krankheitswelle bei den Mitarbeitern als Grund für die kurzfristige Absage. Sprechstunde beim OB. Eine weitere Bürgersprechstunde veranstaltet Weißenfels Oberbürgermeister Martin Papke am 16. Dezember von 10 bis 12 Uhr im Rahmen des Weißenfelser Weihnachtsmarktes. Das Stadtoberhaupt ist dann auf dem Markt in einer Hütte anzutreffen. Bürgerinnen und Bürger können direkt mit dem Oberbürgermeister ins Gespräch kommen, ohne vorher einen Termin zu vereinbaren. Es ist bereits die dritte Sprechstunde, die der Oberbürgermeister in diesem Jahr in der Innenstadt anbietet. Weihnachtsmarkt in Theißen. Der Weihnachtsbaum in Theißen schmückt bereits seit mehreren Tagen den Markt des Ortes und stimmt die Bewohner auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Am 9. Dezember findet der Theißener Weihnachtsmarkt von 15 bis 19 Uhr statt. Nach dem traditionellen Böller- und Salutschießen eröffnen die Blue White Sisters das Programm auf dem Marktplatz. Tanzgruppen von den Kindern der Kindertagesstätte Kleine Maulwürfe und der Seniorengruppe freuen sich über viele Zuschauer. Auch der Weihnachtsmann stattet dem Markt um 16.30 Uhr seinen Besuch ab. Mobilfunkversorgung im Kreis verbessert. Der Telekommunikationsanbieter Telekom hat in den vergangenen 2 Monaten 4 Standorte in Eckartsberga, Karsdorf, Osterfeld und Weißenfels mit dem Funknetz LTE erweitert. Die Telekom betreibt im Burgenlandkreis jetzt 97 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liegt bei rund 98%. Bis 2025 sollen weitere 17 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 22 Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant. Ab dem 10. Dezember wird im Burgenlandkreis eine Verringerung der bestehenden 13 auf 7 Tarifzonen erfolgen. Landrat Götz Ulrich hatte am Montag in einer Pressekonferenz gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes, Steffen Lehmann, diesen Schritt der Tarifzonenreform detailliert erläutert. Ab dem 10. Dezember gelten im Burgenlandkreis neue Tarifzonen. Fahrten mit dem Bus und der Bahn innerhalb des Burgenlandkreises werden deutlich günstiger. Seit dem Beitritt des Burgenlandkreises zum Mitteldeutschen Verkehrsverbund im Jahr 2004 ist der Landkreis in 13 regionale Tarifzonen und 3 Stadtverkehrszonen, Naumburg, Weißenfels und Zeitz, gegliedert. Um den öffentlichen Personennahverkehr innerhalb des Burgenlandkreises attraktiver zu gestalten, werden die Tarifzonen zum Fahrplanwechsel ab Sonntag, dem 10. Dezember, auf 7 Tarifzonen reduziert. Die bisherigen 3 Stadtverkehrszonen bleiben bestehen. Landrat Götz Ulrich betonte, auf diesen Tag haben wir lange hingearbeitet. Er soll vor allem den Gelegenheitsnutzern den ÖPNV attraktiver machen. Uns ist es wichtig, dass viele Einwohner unseres Landkreises Zugang zum öffentlichen Nahverkehr zu vertretbaren Preisen haben und das Auto auch einmal stehen lassen können. Das sichert Lebensqualität und leistet einen wichtigen Beitrag zur zukunftsfesten Weiterentwicklung des Burgenlandkreises. Mit dem größeren Zuschnitt der Tarifzonen wird der Nahverkehr für alle Fahrgäste und für Neukunden attraktiver gestaltet. Alle Ortsteile sind nun zu ihren zugehörigen Mittelzentren, den Städten Naumburg, Weißenfels und Zeitz, mit nur 1 Tarifzone erreichbar. Fahrgäste mussten zum Beispiel bisher für die Verbindung von Bad Kösen nach Naumburg 2 Tarifzonen durchfahren. Der Preis für eine Einzelfahrkarte beträgt für diese Verbindung aktuell 4,20 Euro. Ab dem 10. Dezember wird nur noch 1 Tarifzone durchfahren. Die Kosten für eine Einzelfahrkarte betragen dann 2,20 Euro. Dies entspricht einer Ersparnis von 2 Euro und somit mehr als 50%. Steffen Lehmann, der Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes, MDV, sagte dazu:
Trotz kurzfristiger und paralleler Einführung des Deutschlandtickets zur Jahresmitte gab es die große fachliche Bereitschaft, alle 13 MDV zusammengeschlossene Verkehrsunternehmen die für die Tarifzonenreform erforderliche Anpassung in den technischen Hintergrundsystemen rechtzeitig auf den Weg zu bringen. Die neuen Preise sind ab dem 10. Dezember automatisch in allen Verkaufsstellen im Bus, an den Ticketautomaten und in den Apps hinterlegt und gelten für alle Züge, S-Bahnen und Busse im Nahverkehr im Burgenlandkreis. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite unter www.mdv.de. Alle Infos zur Tarifzonenreform im Burgenlandkreis sind auf der Webseite www.einticket.de zu finden. Am zweiten Adventswochenende findet wieder in Zeitz die jährliche Modellbahnausstellung in den ehemaligen Verkaufsräumen des DM-Drogeriemarktes statt. Mehr dazu jetzt in unseren Veranstaltungstipps. Am zweiten Adventswochenende findet wieder die Modellbahnausstellung in den ehemaligen Verkaufsräumen des DM-Drogeriemarktes statt. Es wird eine Ausstellung der Anlagen des Clubs und von eingeladenen Gastanlagen geben. Freuen Sie sich am zweiten Adventswochenende auf das Saale-Glühweinwandern. Erkunden Sie selbstständig die 5 Stationen entlang der Saale. Vom Gasthof Hallischer Anger vorbei an den Gasthäusern zum Pegel, Alter Felsenkeller, dem Abzweig zur Neuen Welt bis zur Burg Schönburg. Mit der Burgweihnacht erwartet Sie eine romantische Adventsstimmung mit allerlei Angeboten zum Schlemmen, Naschen und Entdecken. Regelmäßig lädt die Kinderdombauhütte Kinder und ihre Familien zu kreativen Nachmittagen in den Dom ein. Gemeinsam können Sie hier die Kunstfertigkeiten der mittelalterlichen Dombaumeister ausprobieren und Geheimnisse des Doms und seiner Meisterwerke entdecken. An diesem Tag gestalten und verzieren Sie eine individuelle Kerze für den Weihnachtstisch. Eine Anmeldung über den Besucherservice ist unbedingt erforderlich. Die Neustadtschule kann was. Im Dezember erleben Sie die erste Theaterpremiere der Neustadtschule. Das Stück 14 von Volker Zill zeigt Ihnen 14 Jugendliche, die aus ihrem Leben erzählen. Jeder von ihnen hat sein Päckchen zu tragen und sie bekommen einen Einblick in das Teenager-Sein. Nicht immer nur Party und Spaß bedeuten. Ticketreservierung nimmt das Sekretariat unter der Telefonnummer 03443-205036 entgegen. Achtung! Die Neustadtschule hat nur 3 Vorstellungen und jedes Mal nur 100 Plätze. Schnell sein lohnt sich. Rico Möbel, wir bringen Farbe in Ihr Leben. Jetzt bei Radio Saalewelle.
Sie jeden Morgen diesen Ausblick sehen und die Vögel zwitschern hören wollen, dann müssen Sie nicht in den Urlaub fahren. Kommen Sie nach Hunmölzen und erleben Sie den besten Ausblick über den Stadtpark. Schöne Aussichten, Wobau Hunmölzen. Die Mitglieder des Heimatvereins Zeitz Weißenfelser Braunkohlenrevier e.V. hatten am Mittwoch zur feierlichen und erstmaligen Inbetriebnahme eines bergmännischen Lichterbogens auf das Gelände des Bergbaumuseums Deuben eingeladen. Und damit sollte auf diesem Weg die Weihnachtszeit im Revier eingeläutet werden. Im Bergbau wird die letzte Schicht der Bergleute vor dem Weihnachtsfest als Mettenschicht bezeichnet. Auch in unseren Breiten, im sogenannten Mitteldeutschen Revier, soll diese Tradition aufrechterhalten werden. Auch aufgrund des Auslaufens des aktiven Bergbaus. In Deuben ist eine 85-jährige Tradition der Kohleveredelung bereits Geschichte. Erlebbar und lebendig erhält die Tradition der dortige Heimatverein Zeitz Weißenfelser Braunkohlerevier e.V. mit dem Deubener Bergbaumuseum. Grund zum Feiern gab es am Nikolaustag im kleinen Museum. Eingestimmt durch die Bergzwerge und einen Lampion-Umzug wurde zuerst das Lied aller Bergleute, das Steigerlied, von den kleinen Bergmännern angestimmt. Dabei sangen auch die vielen Gäste lauthals mit. Der eigentliche Anlass des Abends wartete aber auf der Wiese vor dem Gebäude. Was wird denn heute feierlich eingeweiht? Dazu Frank Puschendorf, der Vereinsvorsitzende. Wir haben einen bergmännischen Lichterbogen enthüllt oder in Betrieb genommen, der nichts anderes im Ursprung ist als ein halbes Schwungrad aus der Brikettfabrik. Wäre es denkbar, eine Mettenschicht auch in Deuben zu etablieren? Ja, das wäre ein guter Anfang. Deswegen haben wir auch den Wunsch, dass wir in nächster Zeit hier eine Tradition entstehen lassen wollen und mit dieser Tradition dann auch erinnern an den bergmännischen Teil, den unsere Region ja als Kernrevier so vertreten hat und noch auch weiterhin vertritt. Wer hat denn die zur Verfügungstellung des Lichterbogens ermöglicht? Also wir haben von der Minpark die ganz große Unterstützung bekommen, denn es war erstmal notwendig, von dort überhaupt dieses halbe Schwungrad zu bekommen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern wurde in der Hauptwerkstatt dann dieses bearbeitet. Die Mitglieder des Heimatvereins haben dann die entsprechenden zusätzlichen Arbeiten gemacht gehabt und gemeinsam wurde das dann hierher gebracht. Vor allen Dingen möchte ich auch erwähnen, Tief- und Spezialbau aus Halle, die uns das Fundament errichtet haben, dafür ein ganz großes Dankeschön dafür. Und insgesamt gesehen war es eine Arbeit von vielen, auch kleinere Dinge, die hier zu erledigen waren. Allen voran natürlich unsere Mitglieder des Heimatvereins haben da sehr intensiv gearbeitet. Somit leuchtet jetzt in der dunklen Jahreszeit in Deuben nicht nur für die Bergleute ein helles Licht. Im Übrigen lohnt auch ein Besuch im Bergbaumuseum. Was es dort alles zu sehen gibt und wie der Heimatverein in das neue Jahr starten möchte, darüber erfahren Sie mehr in einer unserer nächsten Sendungen. Heute wollen wir einmal wieder ins Filmmuseum schauen und sehen, wie die Bilder laufen lernten. Bevor die ersten Filmprojektoren mit einem Elektromotor angetrieben wurden, mussten die Filmvorführer kräftig kurbeln. Aber mehr möchte ich nicht verraten. Dann also Film ab! Heute besuchen wir das Filmmuseum in Ballenstedt. Hier gibt es eine Vielzahl von besonderen Ausstellungsstücken. Erkunden Sie mit uns und Bernd Tiedecken die Welt der Filmgeschichte. Als die Bilder laufen lernten. Heute gehen wir in einen der größten Räume des Filmmuseums. Er bildet eines der Herzstücke, denn hier gibt es Projektoren zum Anfassen. Mit alter analoger Technik ist es hier möglich, hinter den Vorhang zu blicken, um zu verstehen,
wie die Geräte von damals funktionierten. Ja, wir sind ja froh, dass wir diesen großen Raum haben. Wenn Sie sich umschauen, wir haben hier richtig Großgeräte stehen, auch Ernemann-Projektoren, wie sie in den Kinos standen. Und in den verschiedenen Techniken, hier kann man auch ganz genau mal sehen, wie die einzelne Filmtechnik entwickelt wurde, wie der Film gelaufen wurde, über Rollen, über Spulen, über Zahnräder. Also die ganze Mechanik, wenn Sie so wollen, der Filmtechnik der Projektoren, kann man hier im Einzelnen studieren. Dieses Kurbeln, das musste man machen, um jetzt den Film, der ja in der Regel 18 bis 24 Bilder pro Sekunde projiziert, damit das menschliche Auge den erfasst und als Film praktisch ablaufen lässt. Da musste dann jedes Mal gekurbelt werden, damit immer ein Filmausschnitt abgedeckt wurde. Sonst hätte das menschliche Auge zu viel erfasst und das wäre dann nicht als Film abgelaufen. Und das war da per Hand noch gekurbelt und dieses lief schon elektrisch. Außerdem kann man hier so einiges über die Filmhistorie lernen. Eine reichhaltige Bücher- und Plakatsammlung zeigt, wer die Stars der Vergangenheit waren. Außerdem sind die Projektoren noch immer in einem super Zustand. Anhand der hier aufgestellten Beispiele sieht man wirklich jede kleinste Schraube und jedes Bauteil, das benötigt war, um die Bilder zum Laufen zu bringen. Eingesetzt wurden diese Projektoren an allen möglichen Stellen. Vor allem im Kino kannte man sie, doch auch an anderen Orten kam es zu Aufführungen mittels Projektoren. Mit Hilfe von Kameras und Ton konnte man dann die Illusion laufender Bilder erzeugen und somit den Grundstein für das heutige Kino oder die Filmabende in den heimischen vier Wänden legen. Aber dazu kommen wir ein andermal, wenn wir wieder im Filmmuseum Ballenstedt auf Entdeckungstour gehen. Handballfans wird es am Samstag wohl wieder in die Glückauf-Sporthalle nach Hohenmölzen ziehen. Denn dort treffen zum einen die Damen als auch die Männer vom HC Burgenland auf ihre Gastmannschaft. Alle weiteren Spielansetzungen haben wir jetzt in unserem Sportblick für Sie wieder zusammengestellt. In der Verbandsliga Süd geht's für die Elf vom SV Blau-Weiß Zorbau zum SSV Gardelegen. Und die Kicker vom SSC Weißenfels laufen auf heimischen Rasen gegen das Team vom FSV Saxonia-Tangermünde auf. In der Landesliga Süd kommt es am Samstag zur Partie 1. FC Zeitz gegen SG Blau-Weiß Brachstedt. Und für die Kicker von Rot-Weiß Weißenfels geht's zum FSV Bennstedt. Anpfiff ist jeweils um 13 Uhr. In der Landesklasse 7 empfängt am Samstag die zweite Mannschaft vom SSC Weißenfels die Kicker vom SV Zöschen. Und für das Team vom ESV Herrengosselstedt geht's zum VfB Oberröblingen. Hier rollt der Ball jeweils ab 13 Uhr. Kommen wir zum Handball. In der 3. Liga Nordost kommt es am Sonntag in der Glückauf-Sporthalle in Hohenmölzen zur Begegnung HC Burgenland gegen HSV Insel Usedom. Das Spiel beginnt um 19 Uhr. In der Handball-Oberliga treffen die Damen vom HC Burgenland am Samstag ebenfalls in der Glückauf-Sporthalle Hohenmölzen auf das Team vom VfL Meisen. Spielbeginn ist hier um 15 Uhr. Die zweite Männermannschaft vom HC Burgenland reist in der Sachsen-Anhalt-Liga am Samstag zum HV Wernigerode. Und die zweite Damenmannschaft vom HC Burgenland empfängt am Sonntag in der Sporthalle Brittitz das Team vom SV Übisfelde. Spielbeginn ist um 14 Uhr. In der Verbandsliga hat die dritte Mannschaft vom HC Burgenland dann am Sonntag das Team vom Quedlinburger HV zu Gast. Floorball. Für die UHC-Männer geht's am Sonntag zum VfL Redhawk Kaufering. Spielbeginn ist hier um 16 Uhr. Basketball. Der Syntenix MBC empfängt am Samstag im Pokalfinale die Mannschaft von Alba Berlin. Los geht's hier um 16 Uhr. Das, liebe Zuschauer, waren wieder 30 Minuten Berichte und Nachrichten aus der Region. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes und entspanntes zweites Adventwochenende. Wir sehen uns dann am Dienstag zur nächsten aktuellen Sendung wieder, hier bei Ihrem BLK TV. Tschüss, machen Sie es gut.